Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Frei ist unsere Debattenkultur. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dazu als Gast die Politikwissenschaftlerin und Soziologin Ulrike Ackermann grüßen zu dürfen. Hallo, Frau Ackermann. Ich grüße Sie, Frau Reinhardt, und freue mich auf unser Gespräch. Das ist ja spannend in diesen Zeiten. Absolut. Wir nähern uns langsam, aber sicher jetzt auch schon wieder dem Ende des Jahres 2020. Wir sehen an allen Ecken und Enden nicht nur die Pandemie, sondern die diversesten Herausforderungen und Probleme auf diesem Globus. Ich finde persönlich immer interessant, wie Leute damit umgehen. Also in meinem Umfeld beobachte ich sehr oft mit den Leuten, die ich überhaupt noch treffe oder auch über Zoom vielleicht zu tun habe, Freunde, Bekannte, Kollegen, dass sich da so eine Tendenz herauskristallisiert. Entweder man hat das Bedürfnis, nur noch über die ganzen Krisen und Herausforderungen zu sprechen, oder aber man möchte überhaupt nicht drüber sprechen. Vielleicht würden Tiefenpsychologen das so als eine Art, ja, konträre Abwehrmechanismen oder so einordnen. Ich weiß nicht, Ulrike Ackermann, ob Sie Ähnliches beobachten oder ob Sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben, wie Leute so reagieren. Naja, es wird natürlich auch debattiert und gestritten, wie weit ist diese Krise wirklich im Griff von Seiten der politischen Klasse? Ist das Krisenmanagement gut oder lässt es zu wünschen übrig? Sind die Maßnahmen zu rigide? Sind sie solche Übergriffe gegenüber der Freiheit, dass man sich dagegen wehren soll? Wir sehen natürlich, dass unterschiedlich demonstriert wird. Auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich habe schon öfters in Interviews darauf hingewiesen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir dem Demonstrationsrecht freien Lauf lassen. Aber es müssen sich natürlich alle an die Regeln halten. Also es wird in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ist das natürlich Thema. Aber man versucht sich jetzt nicht depressiv sozusagen in die Ecke zurückzuziehen, sondern hinzuschauen, was passiert in dieser Gesellschaft. Wir haben überlagernde Krisenphänomene. Hinschauen ist wichtig, die Augen offen halten ist wichtig, vorsichtig sein ist wichtig, aber wach zu sein vor allen Dingen ist wichtig. Ja. Das ist sehr schön formuliert. Genau, wach, das wünschen wir alle. Ja, wünschen wir uns alle von allen. Guten Morgen, genau. Das Schweigen der Mitte ist der Titel Ihres Buchs, über das wir sprechen wollen. Ein sehr, ja, sozusagen paradox formuliert, vielsagender Titel, das Schweigen der Mitte. Es geht darum, ganz zentral, um die Rolle des öffentlichen Intellektuellen. Es geht darum, wie sich große gesellschaftliche Debatten in den letzten Jahren entwickelt haben. Und Sie beobachten und beschreiben da sehr überzeugend, dass eben diese ganzen Diskurse, Debatten weniger von der politischen Mitte aus geführt werden, als vielmehr eben von den Rändern her. Sie zeigen das an exemplarischen Debatten, eigentlich an all den großen Debatten der letzten Jahre, von der Migrationsdebatte über die Identitätspolitik, ja, bis hin auch zu dem sogenannten Elitenbashing. Wenn man das Buch liest, dann hat man oder gewinnt man sehr schön den Eindruck, ja, also die Gesellschaft ist gespalten. Das Einzige, worin sie sich eigentlich noch einig ist, ist, dass sie gespalten ist. Ja? Also nun spielen aber da natürlich sozusagen die Wortführer dieser ganzen Diskurse und Debatten, die Intellektuellen, speziell die öffentlichen Intellektuellen, da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Was würden Sie sagen, Ulrike Ackermann? Wie beschreiben Sie einen öffentlichen Intellektuellen im Jahr 2020? Was hat er zu der von Ihnen konstatierten Krise der repräsentativen liberalen Demokratie zu sagen? Und vor allen Dingen auch, wie sagt er es oder sie? Naja, wir haben ja seit einigen Jahren vor allen Dingen im Zuge der digitalen Revolution einen gigantischen Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir allenthalben beobachten können. Auf der einen Seite haben sich Debattenräume geöffnet,
Weltweites Wissen ist zugänglich. Wir können wahrnehmen, wie in Amerika debattiert wird, wie in Polen debattiert wird, wie in Australien oder in den USA oder eben in England unterschiedlich debattiert wird. Wir können sozusagen anknüpfen an Diskussionen, die weltweit geführt werden. Auf der anderen Seite ist diese Form der Demokratisierung des Wissens und der Debattenkultur auch einhergegangen mit einem Bedeutungsverlust, den Intellektuelle zum Teil auch zu beklagen haben. Also die ehemalige Deutungsmacht, die sie noch vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren im öffentlichen Diskurs, vor allen Dingen in den Printmedien, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten und so weiter hatten. Also dieses Deutungsmonopol haben sie in gewisser Weise eingebüßt. Das heißt nicht, dass sie verschwunden sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat auch nicht zuletzt damit zu tun, dass vor 10, 20, 30 Jahren beispielsweise noch viel mehr Impulse direkt an Debatten aus den Hochschulen gekommen sind. Wir haben uns alle, wir können uns alle erinnern an den ganz berühmten Historikerstreit, der die Nation beschäftigt hat. Also solche Debatten mit namhaften Intellektuellen haben wir in dieser Form so nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass es andere Meinungsführer gibt, dass es Influencer im Netz gibt. Jugendliche haben da regelrechte Fangemeinden und Ströme gebildet und folgen ihren Influencern, bestimmten Figuren. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, was damit einhergegangen ist, dass wir eine Blasenbildung haben, dass wir Blogs haben, dass wir eine Zersplitterung der Öffentlichkeit haben und eine breite Debatte, die früher in den hauptsächlichen Mainstream-Medien und Printmedien, in den Leitmedien geführt worden sind, sich zersplittert hat und verlagert hat in ganz, ganz unterschiedliche, viel, viele kleine Debattenräume, aber eben auch Räume, die selber wiederum Blasen bilden, ja, und die Neigung haben, immer in sich einheitlicher zu werden. Also der intellektuelle, streitbare Diskurs mit einzelnen Positionen, die hervorstechen und die wagemutig auf andere einzelne Positionen treffen, das hat man immer seltener. Ganz genau, also sozusagen dieses geduldige, differenzierte Argumentieren, ja, man müsste ja auch Zeit haben. Also Sie sagen es, also neben der zentralen Rolle natürlich der öffentlichen Intellektuellen, die, wie Sie so schön sagen in Ihrem Buch, mehr und mehr auch Medienintellektuelle werden, so habe ich es verstanden, spielen natürlich die Medien selbst, die alten und die neuen, vor allen Dingen Social Media, eine große Rolle und bestimmen, so möchte ich das mal interpretieren, wirklich auch durch die Ästhetik ihrer Formate, ja, die Art und Weise, wie dann diskutiert wird. Wie genau wird denn diskutiert? Was wird denn dann gesagt, ja, wenn ein öffentlicher Intellektueller in seiner Blase oder sich nach außen wendet? Naja, wir haben natürlich immer noch klassische Formen, wie wir sie von Zeitbeginn an der Existenz von Intellektuellen kennen, nämlich Appelle. Die gibt es immer wieder. Es gab jetzt gerade einen Appell für die Öffnung des Debattenraums, den, glaube ich, mittlerweile 44.000 unterschrieben haben. Es gab einen berühmten Streit zwischen zwei Intellektuellen im Zuge der Migrationskrise, der stattfand zwischen Uwe Tellkamp, dem Romanschriftsteller, und Durst Grünbein. Da kamen exemplarisch zwei ganz unterschiedliche Positionen, trafen aufeinander. Wie weit soll sich Deutschland öffnen? Inwieweit ist es ein Einwanderungsland, das tatsächlich immer offene Grenzen behalten soll? Inwieweit wollen wir die Einwanderung begrenzen? Und so weiter und so fort. Also das war ein sehr, sehr heftiger Streit, und entlang dieses Streites hat sich relativ schnell, haben sich zwei Lager herausgebildet, auch eben bei den Intellektuellen. Und das eine Lager, das sah sich als Vertreter des kosmopolitischen, offenen
Diskurses des offenen Deutschland und so weiter. Weltweit brauchen wir keine Grenzen, der Nationalstaat sei überkommen und so weiter und so fort. Und die andere Seite, die dann sich auch versammelt haben, also auch einen Appell und eine Erklärung verfasst haben, die warnten vor der Überforderung der Gesellschaft, wenn unkontrollierte Einwanderung stattfindet. Sie machten stärker darauf aufmerksam, dass es Integrationsprobleme gibt, dass es Parallelgesellschaften gibt und so weiter und so fort. Also wir hatten relativ schnell, und das ist mein Ding natürlich in meinem Buch, wir hatten relativ schnell eine Polarisierung eben auch bei Intellektuellen, und in der Mitte dieser Raum, in dem in Einzelpositionen gestritten wird, einzelne Personen streiten und durchaus heftig streiten, ohne Konsenszwang, dieser Raum ist relativ unbespielt geblieben. Also wir hatten gleich die Neigung, in die Polarisierungsfalle zu geraten. Und da sind eben auch Intellektuelle nicht gefeit davor. Also wir haben diese Polarisierung natürlich auch auf ganz anderer Ebene. Wir haben die in Demonstrationen, wir haben die noch auf der alten Linie rechts-links. Wir haben auf der linken Seite eine immer stärker werdende Identitätspolitik. Die haben wir auch auf der rechten Seite, also da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Also diese Polarisierungstendenzen, die haben wir in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern und auch Debattenfeldern. Und wie gesagt, also Intellektuelle stehen nicht über der Gesellschaft, sie sind selber Teil der Gesellschaft. Und diese Polarisierungsneigungen, vor denen sind sie eben auch oft nicht gefeit. Ganz genau, was ich so schön finde eben in Ihrem Buch, das Schweigen der Mitte, ist, dass Sie sich eben schon auf den Diskurs, auf die Debatten, auf die Polarisierungsfalle innerhalb Deutschlands konzentrieren, dass Sie aber nicht sozusagen auch, also dass Sie auch den Horizont weiten hin auf die internationalen Diskurse, die, wie Sie ja vorhin gesagt haben, auch immer mehr, immer schneller, wie ich auch finde, ja, aus Europa, aus USA zu uns rüberschnappen. Dort werden Sie dann rezipiert, sozusagen angeeignet und dann entsprechend ja auf die deutsche Mentalität übersetzt. Das ist ja teilweise kuriose Prozesse. Also Sie schreiben, einer meiner Lieblingssätze in Ihrem Buch lautet dieser provokative Satz: Die Mitte ist geistig entleert. Die Mitte ist geistig entleert. Also was können wir tun? Also was muss geschehen? Also vielleicht nicht nur auf deutscher, sondern auch auf internationaler Ebene. Kann man dieses Problem sozusagen überhaupt innerhalb Deutschlands so lösen? Kann man es überhaupt lösen? Müssten sich die Medien irgendwie bewegen? Müsste es vielleicht Gesetze geben oder sowas? Es liegt an der Debattenkultur selbst. Und diese Polarisierungstendenzen, die haben wir weltweit. Also am krassesten ist es natürlich in den USA zu beobachten. Sie haben dort nur zwei Parteien. Jetzt im politischen Felde und auch die Demokraten profilieren sich im Moment weniger inhaltlich, sondern sind seit langer Zeit in einem Anti-Trump-Wahlkampfmodus gefangen. Also das heißt, tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung über die Zukunft Amerikas, was die besten Wege sind, ein Wettbewerb der Ideen, findet kaum statt. So. Diese Polarisierungstendenzen, die haben wir natürlich auch in unseren Nachbarländern, in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Großbritannien. Also die Brexit-Entwicklung, die hat das ja nun ganz besonders dokumentiert. Und das hat natürlich jetzt auch nochmal unterschiedliche Gründe, dass die alten Volksparteien, zu denen ich dann übrigens auch das alte republikanische und das alte demokratische Lager in den USA zähle, also die alten Volksparteien, so wie sie sich lange Zeit aufgestellt haben, die sind im Prinzip überholt und am Ende und genießen in ganz weiten Teilen nicht mehr das große Vertrauen der Bevölkerung. Das ist bei uns auch so. Das ist im Moment nicht so sichtbar, weil in einem Krisenmodus wie jetzt der Corona-Krise hat die regierende Partei und auch die regierende Kanzlerin natürlich immer Pluspunkte. Das ist so in extremen Krisensituationen. Aber ich bin sicher, dass diese Verwerfungen, die wir vorher in der politischen Landschaft hatten, nämlich das Misstrauen gerade gegenüber einer Politik der großen Koalition, wo die Konturen immer unscharfer werden und so weiter,
dass dieses Misstrauen auch wieder zunehmen wird und diese Aufspaltung oder die große Kluft zwischen politischer Klasse und Bevölkerung, die wir allen Teilen beobachten, nicht nur bei uns, sondern auch in den Nachbarländern, darüber habe ich schon seit Jahren geforscht, diese Kluft, die müssen wir ernst nehmen. Und die ist nur zu überbrücken, indem man schaut, welche Politik wird überhaupt gemacht, welche Debattenräume gibt es tatsächlich für die gesamte Bevölkerung, um über neue Wege zu debattieren und nicht, indem man Debatten verbietet oder indem man, wie das einige Zeit passiert ist bei uns auch in Deutschland, von der Alternativlosigkeit bestimmter Wege spricht. Das schafft nicht nur weiteren Unmut, sondern untergräbt das Vertrauen natürlich in die politischen Parteien und die politische Klasse. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was es für eine schmähliche sogenannte Reform letztendlich herausgekommen ist, was die Verkleinerung des Bundestages anlangt, der nicht mehr in dieser Vermassung und in dieser riesigen Größe, der größte auf der Welt im Prinzip von den Abgeordneten, ja, in Bevölkerungsrelation gesehen, der nicht mehr arbeitsfähig ist. Das ist ein lange bestehendes Problem und was natürlich auch den Unmut in der Bevölkerung geschürt hat, und zwar seit langem. Aber die politische Klasse, also sprich auch die Parteien, haben ein Interesse, dass sie ihre Leute unterbringen und dass sie sozusagen für die politischen Karrieren auch die Größe dieses Bundestages aufrechterhalten. Das ist nicht demokratiefreundlich, sondern schürt im Prinzip die Skepsis gegenüber der repräsentativen Demokratie, was eins unserer Hauptprobleme im Moment ist. Ja, absolut. Den Aufstieg der populistischen Parteien und Gruppen natürlich befördert hat. Ja, absolut. Also wie Sie eben sagen, ja, diese Krise ja auch eben des alten Parteiensystems, ja, der großen Volksparteien, diese ja, merkwürdige Erstarrung, diese Bürokratie, auch das Gefühl, dass auch viele jüngere Menschen haben, die dann zögern zu wählen, weil sie so frustriert sind, dass Parteien eigentlich längst den Anschluss verloren haben, ja, an die heutige Welt und so weiter, was auch wiederum sehr viel natürlich mit Digitalisierung und neuen Medien und so weiter zu tun hat. Man hat das Gefühl, also ja, das Vertrauen schwindet und öffentliche Intellektuelle tragen nicht direkt dazu bei, eher neues Vertrauen sozusagen herzustellen mit der Art und Weise, wie sie eben auch in sich polarisiert Debatten führen. Das Vertrauen geht verloren, aber viele meinen eben schon auch, dass die Freiheit verloren geht. Sie sind jetzt auch Leiterin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung. Was haben Ihre Studien in letzter Zeit so ergeben? Wie frei sind wir im Jahr 2020? Wirklich? Naja, also mit dem Shutdown sind erstmal die uns wirklich alltäglich gewohnten Freiheitsrechte genommen worden. Ich fand den richtig, also um das gleich von vornherein zu sagen. Aber es hat uns erstmal bewusst gemacht, erstmalig für die jüngere Generation, die Mauer und die DDR überhaupt nie erlebt haben, erstmalig konnte diese jüngere Generation nun auch erleben, dass man plötzlich in eine Zeit zurückversetzt wird wie in DDR-Zeiten. Ja, wie in einer geschlossenen Gesellschaft, keine Reisefreiheit, keine Bewegungsfreiheit, am Anfang auch keine Demonstrationen und so weiter und so fort. Zugleich ein unglaublicher Paternalisierungsschub des Staates, dass der Staat sozusagen ganz viel übernommen hat. Ich rede jetzt gar nicht von den Milliarden und Millionen, die jetzt in die Krise hineingeflossen sind und dass der Staat da stärker eingestiegen ist, sondern ich rede von der Abschaffung, für zeitweisen Abschaffung unseres letztendlich freiheitlichen Lebensstils. Also eigentlich gibt diese Krise uns die Chance, dass wir überhaupt uns darüber klar werden, was ist eigentlich unser freiheitlicher Lebensstil. Das ist nicht nur die Verfassung und die gewährten Rechte, sondern das ist die Weise, wie wir hier leben, unser Lebensstil, das ist der Rechtsstaat, das sind aber Bewegungsräume, das ist die Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. So, jetzt komme ich zu dem Punkt, und darüber hat mein Institut viele Studien gemacht, dass wir seit einigen Jahren beobachten konnten, dass die Kluft zwischen der veröffentlichten Meinung in den Leitmedien und der Meinung der Bevölkerung, dass diese Kluft immer größer geworden ist. Und
dass in der Bevölkerung sich immer mehr der Eindruck breit gemacht hat, dass die politische Meinungsfreiheit unter immer stärkeren Druck gerät. Das ist natürlich für eine westliche Demokratie ein Riesenproblem, das auch lange Zeit nicht ernst genommen worden ist. Das hat mit unterschiedlichen Sachen zu tun. Also das hat mit der Political Correctness zu tun, das hat mit der Genderisierung der Sprache zu tun, über die man streiten kann. Das hat mit der linken Identitätspolitik zu tun, in der immer neue und immer mehr Opferkollektive ihre partikularen Rechte einführen, über verletzte Gefühle mehr gestritten wird als über tatsächliche reale Ungerechtigkeiten, indem sich immer neue Kollektive bilden, die sich um einen Kern versammeln, einen identitären Kern, der entweder die sexuelle Orientierung ist, der einen ethnischen Kern hat, der einen religiösen Kern hat und zum Essential erklärt wird. Also das sind Spaltungsprozesse und Zerrüttungsprozesse innerhalb der Gesellschaft, die sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und diese Kollektive sind jeweils auch immer lautstärker geworden. Das hat zur Folge gehabt, wenn wir immer nur von Betroffenheiten reden und wenn wir immer nur in Täter- und Opferkategorien reden oder von der Mehrheitsgesellschaft und den Diskriminierten und dass die Gruppe der Diskriminierten, der verschiedenen Gruppen, die Gruppen der Diskriminierten, die werden also auch immer größer. Wenn wir aus dieser Täter-Opfer-Spirale im Sinne der Wahrnehmung nicht herauskommen, da können wir natürlich auch überhaupt nicht klug, sachlich, sonst wie über Benachteiligungen vernünftig reden, sondern wir haben im Zuge dieser Entwicklung einen unglaublichen Moralisierungsdruck beobachten können. Also die Debatte ist völlig aus dem Ruder gelaufen, indem nicht nur von Gefühlen die Rede ist, sondern dass sozusagen immer moralisch argumentiert wird. Und im Zuge dieser Polarisierung, die dann daraus natürlich auch entstanden sind in den Debatten, wird also mit dieser jeweiligen Unterstellung, du bist entweder Täter oder du bist Opfer, da wird natürlich sozusagen dieses Muster permanent reproduziert und der andere wird quasi aufgrund seiner Position auch immer wieder delegitimiert, so je nachdem, auf welche Seite er sich schlägt. Also ein sachlicher Diskurs ist darüber eigentlich dann kaum möglich. Also ich finde es immer interessant, so als Philosophin achte ich natürlich auch mal so auf die Begriffe, was die Begriffe so bedeuten, auch in den Debatten, wie sie vor allen Dingen auch verwendet und eingesetzt werden. Es ist ja durchaus so, dass wir in sogenannten Rechten, wie auch den gegenüberstehenden linken Diskursen, dass wir da sehr oft ja die gleichen Begriffe haben, aber eben mit unterschiedlichen Verwendungen, Denotationen, Konnotationen. Freiheit wäre so ein Begriff, Identität wäre so ein Begriff. Oder aber auch Heimat. Was gäbe es da aus Ihrer Sicht dazu zu sagen? Ja, möglicherweise ist das auch nicht genügend ernst genommen worden, im Übrigen auch nicht von Intellektuellen, was eigentlich diese weltweite Entwicklung nicht nur im Zuge der Digitalisierung, sondern die Globalisierung, was das eigentlich bedeutet, was es an Verwerfungen mit sich bringt, an Ungewissheiten mit sich bringt. Und an Orientierungslosigkeit mit sich bringt. Also wenn Sie sich anschauen, dass unsere alte westliche Weltordnung im Prinzip kaputt ist, der Westen, der uns in Gestalt von Amerika beschützt hat nach dem Krieg, die europäischen Länder, den gibt es in dieser Form nicht mehr, in Gestalt von Trump, aber auch Obama hat da schon einige andere Präferenzen verschoben in der Politik. Wir haben China, wir haben Russland, wir haben also zwei autoritäre Regime, die auch um die Weltmacht ringen und einen sehr schwachen Westen. Also das heißt, diese westlichen Werte, die sind im Zuge dieser ganzen Entwicklung auch immer mehr in Misskredit
geraten. Wir haben also eine Unordnung, wir haben eine Weltunordnung, die einhergeht mit ökonomischen Verwerfungen, die die ganze digitale Revolution mit sich bringt. Wenn Sie sich anschauen, was mit der Automobilindustrie noch in den nächsten Jahren passieren wird, das ist alles nochmal unabhängig von Corona gesehen, sondern strukturell, was uns da erwarten wird. Das heißt, da werden Millionen Arbeitskräfte freigesetzt, also quasi die alte Mittelschicht, die wird zerbröseln, die Ungelernten, die werden immer weniger irgendwo unterkommen und so weiter und so fort. Also wir haben es mit ökonomischen Verwerfungen zu tun, aber auch mit mentalen Verwerfungen zu tun. Und in diesem Kontext schaut man, wo ist man eigentlich noch sicher? Wo funktioniert der Rechtsstaat? Und der Rechtsstaat funktioniert, solange wir auch nicht tatsächlich eine andere europäische funktionierende Europäische Union haben, funktioniert der Rechtsstaat und auch der Sozialstaat auf nationaler Ebene, das heißt in Gestalt des Nationalstaats. Und vor dem Hintergrund ist also diese Haltung, dass man an Deutschland festhält, beim Fußball war es gerade noch erlaubt, wenn man Hurra, Hurra schreit, aber dass oft also dieses Festhalten am Nationalstaat auch delegitimiert wurde, das ist alles aus der Zeit gefallen, wir sind kosmopolitisch, diese Grenzen, das ist alles von gestern und wir sind ganz schwuppdiwupp dabei, ein vereintes Europa zu werden. Also so schnell ging es ja nicht, wie wir alle beobachten können. So kurz vor dem ganzen Hintergrund ist der Nationalstaat völlig zu Recht ein Orientierungspunkt, auch wenn wir natürlich enger zusammenrücken müssen und kooperieren müssen, ist völlig klar. Aber es darf nicht denunziert werden. Und was in unseren Debatten in den letzten Jahren passiert ist, dass diejenigen, die den Nationalstaat geschätzt haben, die ihre Region geschätzt haben, die ihre Bräuche geschätzt haben und so weiter und so fort, die auch sagten, ich mag Deutschland und gefällt mir und so weiter, dass die ganz schnell in die Ecke der Nationalisten gestellt worden sind, beziehungsweise wurde ihnen zumindest mit größtem Misstrauen begegnet. Insofern finde ich gerade in solch ungewissen Zeiten einen aufgeklärten Patriotismus eigentlich das, was auch ein Land in Krisen zusammenhalten kann. Es geht um einen aufgeklärten Patriotismus, der sich gleichermaßen so versteht, dass wir ein offenes Land sind, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir nicht auf einer einsamen Insel leben, dass wir europäisch geöffnet sind, dass wir transatlantisch sind und so weiter und so fort. Aber diese Denunziation dessen, was Patriotismus ist, das kam ja immer sehr gerne von links, aber auch durchaus von den Intellektuellen, das hat nicht gut getan. Ja, also diese wichtige Bedeutung, eben sozusagen aufgeklärt, nicht nur mit Begriffen umzugehen, sondern auch mit Lebensformen, ja, mit Identifikationsmöglichkeiten, das ist eine ganz starke Botschaft für mich aus Ihrem Buch. Mir gefällt ja auch so besonders gut, dass Sie so explizit sind, und mir gefällt natürlich besonders gut Ihr Schlussplädoyer. Das Schlussplädoyer von Das Schweigen der Mitte heißt nämlich Plädoyer für eine antitotalitäre Selbstaufklärung. Und ich möchte ganz kurz zitieren. Wir brauchen Intellektuelle, die hervorstechen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Ideen und ihres Mutes, Neues zu denken, auch wenn der große Rest noch nicht so weit ist. Ich finde, es klingt super, und ich glaube, wir brauchen ja solche Appelle. Wir sollten alle, die wir in irgendeiner Weise intellektuell unterwegs sind, uns diesen Satz zu Herzen nehmen. Ich frage mich allerdings, ob nicht ein bisschen die Gefahr besteht, dass diese Art der Selbstaufklärung in eine Art tautologische Selbstbestätigung münden kann, wenn sie sich nicht von vornherein dialogisch versteht, also wenn sie sozusagen nicht immer wieder dieses habituelle Denkmuster, ja, ich sehe es anders, ja, ich bin liberal, ich stehe für einen aufgeklärten Universalismus oder für einen aufgeklärten Patriotismus, wenn ich nicht immer wieder sozusagen meine eigene Perspektive aufbreche. Völlig richtig. Also mit Selbstaufklärung ist ja auch vornehmlich gemeint, selbstkritische Selbstreflexion. Und die macht man nicht einsam im Studierstübchen, sondern die muss natürlich in der Diskussion, in der Debatte und natürlich auch in der Selbstbesinnung stattfinden, und übrigens auch nicht nur unter und zwischen Intellektuellen.
Ich lege nur gerade an, sagen wir mal, meine Kollegen und Kolleginnen vielleicht sogar einen etwas strengeren Maßstab an, dass gerade Intellektuelle als Vertreter der Aufklärung, die die Vernunft für sich in Anspruch nehmen, die den Universalismus stark machen, die in der Tradition der Aufklärung sich bewegen, das heißt Meinungsfreiheit stark machen, die Wissenschaftsfreiheit stark machen, die Skepsis stark machen, immer wieder darauf hinweisen, dass alles falsifizierbar ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dass es keine absolute Gewissheit gibt, dass man sich irren kann, dass Irrtum sozusagen Bestandteil des Entwicklungsprozesses zur Erkenntnis überhaupt ist, dass Konflikte und Reibereien zu einer Gesellschaft gehören. Also all diese Elemente und Werte, das sind alles Prinzipien und Werte der Aufklärung. Und aus dieser Tradition heraus sind überhaupt die Intellektuellen im Zuge der bürgerlichen Revolution entstanden. Das gab es ja vorher in dieser Form überhaupt nicht. Also deshalb verlange ich gerade von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie schauen, bin ich nicht selbst ideologisch in irgendeiner Ecke völlig verbohrt oder liege ich daneben oder habe ich mich in der Vergangenheit geirrt? Und gerade Intellektuelle haben in den Totalitarismen, die wir im letzten Jahrhundert erlebten, im Kommunismus, im Nationalsozialismus, im Faschismus, riesengroße Irrtümer begangen. Sie lagen zum Teil ganz falsch, sie waren Mitläufer und haben Verbrechen legitimiert und so weiter und so fort. Also auch dieser Blick nochmal zurück, dieser selbstkritische Blick zurück, wo gibt es denn da auch totalitäre Tendenzen, auf die wir vielleicht heute besonders achten müssen? Dieser selbstreflexive, selbstkritische Blick auf bestimmte ideologische Traditionen, auf Ideentraditionen ist wichtig, um überhaupt heutigen Krisen gerecht zu werden und offenen Auges zu schauen und nicht blind zu sein für bestimmte Entwicklungen, bestimmte Konflikte, bestimmte Zuspitzungen. Und da hätten, denke ich, Intellektuelle die Aufgabe, diese Offenheit bezogen auf das, was passiert, zu haben und nicht in Gesinnungskorridoren sich zu bewegen und im Lagerdenken zu verharren, sondern gerade den mehrperspektivischen Blick und den Pluralismus stark zu machen. Auch den Pluralismus der unterschiedlichen Argumente, auch wenn es Argumente sind, die uns zum Teil nicht gefallen. Wir müssen sie ertragen und müssen mit ihnen klug streiten und umgehen. Absolut. Ja, und vielleicht auch mal, auch das denke ich, könnten Intellektuelle tun, auch mal vielleicht mit dem Herzen sehen und wahrnehmen und sprechen. Ulrike Ackermann, wir sind fast am Ende. Ich möchte aber auch Sie gerne bitten noch um Ihre Sachbuchempfehlung. Gibt es einen Titel, den Sie den Mitgliedern der WBG, allen Freunden von Wissen, Bildung, allen Leuten, die Lust am Lesen, an guten Büchern haben, was Sie da empfehlen möchten? Ja, also ich finde sehr empfehlenswert das neueste Buch von Ahmad Mansour, Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass, ist im Fischer Verlag erschienen. Was mir besonders daran gefällt, dass er gerade jenseits dieser ideologischen Lagergrenzen mutige Blicke wagt, auch auf die Spaltung unserer Gesellschaft, aber Rassismus genauso kritisiert wie linke und rechte Identitätspolitik und nicht die Augen vor Versäumnissen, Fehlern und so weiter schließt, vor allen Dingen als Mann der Praxis. Er ist ja Psychologe und hat sich in vielen Projekten mit den Radikalisierungstendenzen unserer Gesellschaft beschäftigt. Es ist auch ein guter, wie soll ich sagen, ein guter Ratgeber für all diejenigen, die in diesen Brennpunkten und an diesen Schnittstellen arbeiten. Ein sehr mutiger, klarer Blick, und das Buch regt zu Debatten an. Toll, super. Vielen Dank. Wenn Sie, die uns jetzt hier zugehört haben, Fragen haben, Anregungen, Kritik zu dieser Folge oder zu anderen Folgen des Podcasts, dann freue ich mich, wenn Sie uns schreiben auf der WBG-Facebook-Seite oder der Community-Plattform. Was sagen Sie dazu?